Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu unserer Serie Die Schande des Kinderschändens mit Irmi Baum. Und heute ein Thema, das uns sehr, sehr am Herzen liegt und das die letzten 3 Jahre das Bild geprägt hat im Bereich Missbrauch und Kinderschänden. Und das ist das Thema Schule. Irmi, meine Liebe, was kannst du dazu berichten? Sehr viel. Zuerst aber einmal möchte ich mich bei allen Lehrern bedanken, die diese Maßnahmen nicht mitgetragen haben, sondern als Lehrer mit Herz an der Seite der Kinder gestanden sind, obwohl sie es nicht leicht hatten. Meine Freundin Sportlehrerin ist mit den Kindern in den Wald gegangen und hat sie dort frei atmen lassen, schreien, singen lassen und vor allem laufen und spielen lassen. Ja, ich kenne so viele Lehrer, die sich auf den Weg gemacht haben und gegen dieses System, das so kinderverachtend diktiert wurde, aufgestanden sind. Und diesen Lehrern gilt auch mein Dank, die nämlich ihrer Berufung gefolgt sind und die in erster Linie die Kinder lieben und ihre Kinder, die ihnen anvertraut wurden, so gut es ihnen möglich war, beschützt haben, egal welchen Angriffen sie da draußen noch ausgesetzt wurden. Und einige von ihnen haben leider Gottes auch ihre Jobs verloren, aber sie haben ihr Rückgrat niemals brechen lassen und haben alles getan für die Kinder. Irmi, was ist alles passiert in den letzten 3 Jahren, nur mal um so Revue passieren zu lassen und was das mit den Kindern vor allem gemacht hat? Es hätte nichts passieren können oder müssen, hätten berufene Lehrer nicht gemeinsam Nein gesagt. Dafür lasse ich mich nicht benützen. Aber es gibt eben verschiedene Charaktere in der Lehrerschaft. Die einen sprechen über die Kinder, die uns anvertraut sind. Die anderen sprechen im Klassenzimmer über die Fratzen, was sie sich heute wieder haben einfallen lassen. Es ist immer eine Betrachtungsweise, wie der Lehrer seinen Umgang mit den Kindern pflegt. Und weisungsgebunden zu handeln, ist wohl das Bequemste für jeden Bediensteten im öffentlichen Bereich. Denn so kann er einfach gut damit herumschwimmen, kann auf Urlaub fahren, hat keine Existenzsorgen. Aber auf die Idee zu kommen, dass das auf Kosten der Kinder geht, die Kinder, die unsere Zukunft bedeuten, die Kinder, die das Wichtigste auf der Welt sind, die Kinder, für die wir alle die Aufgabe haben, gut zu schauen, den Kindern eine Perspektive geben, damit sie das Recht erleben, das Recht haben auf eine positive Zukunft. Das wurde leider verabsäumt und auf zum Teil sadistische Weise unterbunden. Wir haben einen Bewegungskörper, die Kinder werden gezwungen, stundenlang zu sitzen. Die Kinder durften nur auf Distanz miteinander kommunizieren. Die Kinder haben gelernt, ich habe keinen Freiraum, denn der Freiraum des Menschen ist unantastbar, sowohl körperlich als auch geistig. Viele der Kinder haben dann versucht, das Beste draus zu machen und mitzuspielen. Aber in Wirklichkeit haben sie alle durchschaut, was hier mit ihnen passiert. Man hat ihnen die Freude am Lernen genommen, die Freude an der Neugier des lebenslangen Lernens. Man hat ihnen den Selbstwert genommen und vor allem die Möglichkeit, miteinander zu spielen. Denn das, was für uns Menschen Arbeit ist, ist für die Kinder das Spiel. Und diese Zurückgedrängtheit dann in ihr Zimmer, ohne Kontakt, hingewiesen auf elektronische Spielzeuge oder Internet. Und vor allem auch haben sie in dieser Zeit trainiert, das Handy als Kommunikationsmittel zu benutzen, obwohl wissenschaftlich nachweislich schon lange bekannt ist, dass das Handytelefonieren ganz bestimmte Frequenzen erzeugt, die der Entwicklung des Gehirns nicht gut tun. Viele Kinder haben schon mit 10 Jahren zu rauchen begonnen, mit 12, 13, sich dann dem Haschisch zugewendet oder
in späteren Jahren, dann in den höheren Klassen der Mittelschulen, dann eben den Drogen. Und es ist Fakt, und das kann man nicht mehr wegdiskutieren, dass die Kinderpsychiatrien voll waren und immer noch voll sind. Ja. Du fast keinen Therapeuten bekommst, wenn du Hilfe benötigst und als Elternteil überfordert bist mit der Situation, weil es deinem Kind so schlecht geht. Ja. Volksschulkinder sind bereits depressiv, haben den Sinn fürs Leben verloren, das Urvertrauen ins Leben, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man einem Kind überhaupt antun kann, das Urvertrauen zu zerstören. Durch mangelnde Liebe. Denn Kinder brauchen nicht mehr, so wie die Schöpferin der Pippi Langstrumpf sagt, Kinder brauchen nicht mehr als Liebe, Liebe und noch mehr Liebe, und alles entwickelt sich dann von ganz alleine. Danke, Amy.